Verena, willkommen zum Kassenzone.de Podcast hier im wunderschönen Berlin im Hermanns. Heute reden wir über Kekse, digitale Kekse, Digitalisierung und vieles mehr. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ich bin Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen und ich habe vor 4 Jahren eine Tochtergesellschaft von Balsen gegründet, die da heißt Hermanns nach meinem Urgroßvater. Wo wir separat von unserem Kerngeschäft ein Team aufbauen, was neue Innovationen im Lebensmittelmarkt sucht, was rausgeht in die Welt und sucht nach Themen, die Probleme lösen wie Zucker, Mehl, alle Formen von Gesundheit, Nachhaltigkeit, wie könnte unser Foodmarkt in Zukunft aussehen? Und wir bauen quasi eine Datenbank aus, wie könnte ein Foodmarkt morgen aussehen? Gibt es zuckerarme Kekse? Fällt mir gerade, ich habe noch nicht vorhin nicht drüber nachgedacht, das hat mir gar nicht besprochen. Gibt es noch? Gibt es noch? Zartbitterkeks quasi. Das wäre so diese Richtung. Ich glaube total daran, dass es nicht darum geht, dass wir in Zukunft einfach weniger von allem machen, sondern dass wir über ein neues System nachdenken müssen, was inhärent besser funktioniert als das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt die beste Zeit, um genau das zu tun. Hier in Berlin zum Thema Food-Innovation auf jeden Fall. Kannst du noch mal 2, 3 Stichworte zum Thema Balsen sagen? Ich glaube, die meisten kennen das als Marke, als Keksmarke aus Hannover, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Wie viele Leute backen da Kekse jeden Tag? Wir sind 130 Jahre alt. Wir haben Marken wie Balsen, Leibniz, Pickup, dann noch ein paar Sachen am Rand, eine polnische Firma, eine österreichische Firma. Wir sind jetzt um die 2800 Leute. Wir backen in Deutschland und in Polen und was gibt es noch über uns zu sagen? Wir machen ungefähr 550 Millionen Umsatz. 550 Millionen Umsatz und als historisches Unternehmen angekommen, mitten in der Digitalisierungsphase, würde ich mal sagen. Mhm. Vielleicht können wir da auch mal anfangen. Ihr seid ja, wie verkauft man eigentlich heute Kekse? Ja, ihr seid ja ein Unternehmen, so habe ich das kennengelernt, was über den klassischen Einzelhandel verkauft. Also ihr seid bei Rewe gelistet, bei Aldi denke ich mal auch und bei den ganzen klassischen Marken. Ist das auch noch eure primäre Vertriebsstruktur für Kekse oder gibt es einen großen Corporate-Keksmarkt? Also irgendwo müsst ihr diese ganzen Konferenzkekse herbekommen, die auch von euch bestückt werden. Kannst du das mal erzählen? Wie kommt der Keks an den Mann? Momentan sind wir komplett abhängig vom Retail. So wie, ich würde mal sagen, das ist eine der größten Diskussionen in unserer Branche. Wir sind komplett abhängig von einem Retail, der genauso seinen Zwang jetzt hat und seine Themen hat, wie er sich neu positionieren muss in der Zukunft. Das heißt, diesen Druck auf uns überträgt und wir müssen zukünftig Wege finden, wie wir ein Direct-to-Consumer-Business bauen können. Und wie hat das denn in der Vergangenheit funktioniert im Retail-Bereich? Also wie hat man denn Kekse platziert? Also da muss ich mich ein bisschen verzeihen, ich bin kein großer Keksesser, außer im Konferenzkekse, die immer alle gleich aussehen. Da habe ich mich schon, schon überlegt, warum es da noch keine coolen Innovationen gab, die bis zu mir vorgedrungen sind. Ging es dann darum, dass man möglichst viel Regalfläche im Rewe belegt mit den eigenen Keksmarken? Gibt es da so einen Wettbewerb zwischen Kekseigenmarken von Rewe und euren Keksprodukten? Wir machen eigentlich auch Handelsmarke. Okay. Das heißt, wir liefern genauso für XY, Lidl, Rewe, Aldi Handelsmarkenprodukte. Wir sind und die werden auch in den gleichen Fabriken gebacken wie eure Kekse auch? Genau, die haben dann andere Rezepturen, die haben andere auch andere Innovationen, die wir da ausprobieren können. Schmeckt gerade nicht so lecker, muss man ganz klar sagen. Sehr gut. Ja. Ja, wir kommen aus einem Markt, der absolut analoge und absolut traditionelle Handelsstrukturen hat. Was ist der Trigger für das Nachdenken in neuen Geschäftsmodellen, das, was du ja hier machst, beziehungsweise in Digitalisierung in Form von unabhängiger werden oder eigene Direktvertriebskanäle aufbauen, weil von sich heraus innovieren Unternehmen eigentlich ganz selten. Die versuchen eigentlich immer more of the same zu machen und dann halt ein bisschen günstiger und dabei mehr Geld zu verdienen. Wo würdest du sagen, kommt bei euch der Trigger her? Ich war 21, als ich angefangen habe und ich weiß nicht, wie man traditionell Kekse verkauft. Und das ist meine größte Stärke, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man es normalerweise macht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie man normalerweise Marken positioniert. Ich weiß nicht, wie man normalerweise Produkte entwickelt. Und das ist die große Chance. Genau deswegen kann ich in ein Unternehmen reingehen, das meinen Namen trägt, wo ich jede Tür aufmachen kann und reingucken kann und fragen kann, warum das denn so ist. Und genau aus dem Grund, glaube ich, kann ich versuchen, andere Wege auszuprobieren. Das ist der Trigger für dich, das stimmt. Wie alt bist du jetzt? Darf man das fragen? 25. 25. Okay. Das heißt, ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Okay, aber der Trigger für das Unternehmen selber? Der Trigger für das Unternehmen war, als ich mit 21 reinkam und jede Menge dumme Fragen gestellt habe und mich in jede Menge Fettnäpfchen reingesetzt habe, weil ich nicht verstanden habe, dass sie da waren.
Und ehrlich gesagt, das hat für uns einen langfristigen Strategieprozess ausgelöst. Das hat für uns Diskussionen ausgelöst, die es heute noch gibt und die es noch die nächsten paar Jahre geben wird. Und ist das Unternehmen schon immer familiengeführt gewesen? Habt ihr viel externes Management auch gehabt? Immer familiengeführt. Zwischendurch mal, wenn die Generationen alterstechnisch auseinander waren. Und jetzt seit Mai ist mein Vater in den Verwaltungsrat gewechselt und wir haben jetzt externes Management. Okay, also wie Otto das auch mal ein paar Jahre gemacht oder eigentlich immer noch macht. Okay, das heißt, du bist der Trigger, das ist schon mal ganz spannend, weil die meisten sagen ja, also die Abhängigkeit zum Handel steigt, die Margen sinken, wir müssen auch was nicht, tun. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, als wüssten wir nicht, als gäbe es nicht Menschen in diesem Unternehmen, die genau wissen, wir haben Druck. Das Thema ist nur, und damit beschäftige ich mich gerade am meisten, wir bauen Strukturen, wir bauen noch mehr Strukturen, um so effizient, so qualitativ hochwertige Kekse wie möglich zu produzieren, in Massen, mit Margen, pipapo, und irgendwann verstricken wir uns in unseren eigenen Strukturen. Das muss ich dir nicht sagen, das erlebst du ja die ganze Zeit. Das stimmt. Kannst du ein bisschen was zum Keksmarkt erzählen? Wie groß ist denn der Keksmarkt? Markt? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr seid der führende Anbieter für Kekse in Deutschland? Wir sind Marktführer, ja. Okay, dann kannst du was dazu erzählen, ob der Kekskonsum steigt oder sinkt? Das könnte mir jetzt zum Thema Modern... Er bleibt gleich, er sinkt eher. Er sinkt eher? Ja. Weil die Leute sich bewusster ernähren und der Keks hat ja, kommt ja aus der Zuckerindustrie, ja, ist ja böse, ja. Die Zuckerindustrie. Ist das das Problem oder ist das... Ich glaube eher noch nicht, aber das sehe ich absolut für die Zukunft. Ich glaube eher, dass der Markt jetzt total gesättigt ist und dass unsere Kategorie, also keine Ahnung, die Kategorie für Karamellbonbons wächst um 20%. Also erzählt mir nicht, dass ihr keinen Zucker isst. Unsere Kategorie ist aber total gesättigt und wird eher kleiner. Das heißt in Zukunft absolut. Wir müssen in anderen Kategorien denken und wir müssen in anderen Lösungen denken. Gibt es denn aus deiner Sicht weltweit schon total innovative, ich nenne es jetzt mal diese Kategorie Gebäck, ja? Gebäckmodelle, die das schlauer machen, oder sagst du, hier in New York gibt es da jemanden, der backt irgendwie zentral total coole Corporate-Kekse und der verteilt die an die Büros und macht damit Millionen Umsätze, schon Milliarden wert. Gibt es sowas in dem Keksbereich? Gibt es, ja? Aber eigentlich sind mir die Kategorien egal. Ich finde viel spannender, von Rohstoffen auszudenken und von Innovationsfeldern. Also es gibt Leute, die über Zucker völlig anders nachdenken. Es gibt natürlich Leute, die über Eiweiß völlig nachdenken. Es entstehen eigentlich neue Märkte für gesündere Schokolade, für andere Formen von Frühstück, für was auch immer. Und ich komme eigentlich viel lieber aus einer Systemdenke. Was sind Rohstoffe, was sind Bereiche, was sind irgendwelche Foodtrends, die für uns wichtig werden können. Ich glaube auch nicht, dass wir in 10 Jahren ein Keksunternehmen sind, sondern in 10 Jahren sind wir ein Unternehmen, was auch Kekse verkauft. Keks as a Service. Hattest du in diesem Vortrag, den ich bei dir zuerst mal gesehen habe, hast du nicht auch erzählt, dass der Begriff, das Wort Keks auch durch deine Familie geprägt wurde? Kannst du das nochmal erzählen? Mein Urgroßvater Hermann war in UK und hat dort British Shortbread gesehen. Die hießen Shortcakes. Knackiger Kuchen. Und er sagte, geil, das könnte man eigentlich einen Markt für bauen in Deutschland. Hat das nach Deutschland importiert und hier angefangen, Kekse zu verkaufen. Und hat die Cakes genannt. Hermann Balsen Cakes. Deutsche konnten aber das nicht aussprechen, also haben sie Kakes gesagt. Dann hat er irgendwann gesagt, okay, dann nenne ich es halt Keks. Und irgendwann hat der Duden das übernommen. Daher kommt das also. Okay. Und vorher gab es nicht so ein kurz gebratenes Gebäck? Vorher gab es keine Kekse und vorher gab es auch keine Fließband. Er hat noch vor Henry Ford das Fließband gesehen im Meatpacking District in Chicago. Das war irgendwann Ende 1880 oder sowas und hat es zurück nach Hannover gebracht. Und hat daraus eigentlich, war einer der Founding Fathers of industrielle Lebensmittelproduktion. Cakes kommt von Cake. Das hätte ich mir auch mal, ich weiß gar nicht, was ich vorhin im Büro erzählt habe, als ich gesagt habe, ich mache mit dir ein Interview, da habe ich, glaube ich, eine andere Geschichte erzählt. Naja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Das hat sich schon mal dafür gelohnt. Wenn du hier, du sitzt ja schon mal, wir sitzen ja mitten in Berlin hier, ne? Ich glaube, noch hipper hier an der Torstraßenecke kann man, glaube ich, gar nicht sitzen in Berlin. Hat auch ewig gedauert, hier den Ort zu finden. Glaube ich. Was gibt es denn für Food Startup-Vorbilder aus Berlin, wo du sagst, davon könnten wir uns eigentlich ein bisschen was abschauen. Schwierig, weil ich sehe uns nicht als Startup. Ich sehe uns als genau das Hybrid zwischen Traditionsunternehmen und Innovationsvehikel. Das heißt, ich gucke gern auf Startups und sage, das sind Läden, von denen wir echt
lernen können, wie sie über, was weiß ich, die Industrie nachdenken. Also zum Beispiel gibt es hier ein Unternehmen, was hier um die Ecke war vor 2 Jahren. Die haben eine Melone gefunden in China, die 2000 Mal süßer ist als Zucker. Und die kannst du trocknen und mahlen und daraus eine Zuckeralternative entwickeln. Also es gibt 500.000 Zuckeralternativen da draußen, aber diese tut nichts mit deinem Insulinspiegel, ist komplett natürlich. Und die haben gesagt, wir können daraus etwas bauen für den Massenmarkt. Funktioniert die für Low-Carb-Diäten? Absolut, klar. Ja? Ja, klar. Das ist auch ein großer Trend hier. Okay, also da, du siehst dich nicht als Startup, aber ich überlege mir halt, du bist ja, wenn du jetzt vor 4 Jahren hier angefangen hast und frei reingehst und sagst, du musst eigentlich das Unternehmen so ein bisschen neu erfinden, du machst das auch bewusst außerhalb, da kommen wir gleich zu, wie diese Struktur funktioniert. Wie gehst du denn da ran? Also was hast du denn, was macht denn hier das Hermanns? Wir sitzen ja hier in einem, ich würde mal sagen, Coworking-Café. Wir suchen, wie gesagt, Innovationen. Wir suchen Lösungen da draußen. Wir glauben nämlich, dass die wirklich spannenden Sachen, du kannst nicht Food-Innovation googeln. Ich glaube auch nicht mehr an diesen ganzen Konferenz-Scheiß. Ich glaube nicht, dass wir auf Innovationskonferenzen gehen. Food-Innovation? Das ja. Gibt es? Ja, ich google mal parallel hier, ich bin im Internet. Was googelt du? Produktinnovation. Food-Innovation. Ja, let me tell you about my biggest pet peeve. Na. In der Lebensmittelindustrie diskutieren wir gerne über dein Lieblingsthema Digitalisierung, was ja super wichtig ist. Mhm. Wir diskutieren kein einziges Mal darüber, ob wir unsere Produkte angehen müssen und unsere Produkte neu denken müssen, in ihren Grundbausteinen. Wir kippen Chiasamen obendrauf auf unsere Produkte, die gleich bleiben. Und das habe ich mir zu meiner Agenda gemacht. Wir müssen unsere Grundprodukte angehen. Und weißt du was, ich finde Digitalisierung total wichtig. Aber es gibt in deiner Welt genug Leute, die ranwachsen und darüber diskutieren. Und daran arbeiten, hoffentlich. Das heißt für mich nicht, dass Digitalisierung nicht wichtig ist. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Grundnahrungsmittel völlig neu denken müssen. Das ist aber für mich, liebe Verena, das ist sehr schwer. Das ist Elektrifizierung, weil das hat ja erstmal mit der Digitalisierung, du hast recht, das hat mit der Digitalisierung nichts zu tun. Ihr müsst sowieso immer gute Produkte entwickeln und bisher hat das mit dem Keks gut funktioniert. Vielleicht ist das quasi morgen der Zartbitterkeks, das muss ich mir gleich schützen lassen, das ist eine super Idee. Oder zuckerloser Keks oder die Keksmöhre, whatever. Für mich ist ja Digitalisierung in eurem Sinne eher, dass man das Handelsmodell verändert. Also wenn ihr könnt halt heute das Absatzmodell, das ist auch okay, so Rewe, Edeka, Aldi, Lidl werden auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch den Großteil des Retail-Marktes machen, haben natürlich jetzt ein Problem, weil sie angegriffen werden von den neuen Absatzmodellen, die auch eine sehr, sehr kaufstarke Zielgruppe ansprechen können und die auch vereinnahmen. Sehen wir jetzt gerade mit Picknick, sehen wir mit HelloFresh, sehen wir mit anderen Diensten. Dann bin ich natürlich schon, okay, wie würde ich denn da rangehen, wenn ich dieses coole Produkt habe? Und Keks ist ja ein sehr positiv besetztes Produkt noch, in Deutschland zumindest. Also bei uns in der Familie, kann ich das ganz klar sagen. Wie würde ich da rangehen, um mich ein Stückchen unabhängiger zu machen oder direkter zu machen? Und da sehe ich momentan die Herausforderung, die viele Hersteller haben. Das ist halt ist kein Low-Involvement-Produkt, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es ist ein Produkt, was in der Regel keine sehr hohen Warenkörbe generiert. Das heißt, du bist im Direktvertrieb, sitzt du auf hohen Stückkosten pro Item, also pro versandtem Item. Da kommt man also um den klassischen Handel nicht drumherum. Ein Automobilhersteller, fair enough, der braucht das Autohaus vielleicht nicht mehr, weil dieses Produkt einfach teuer genug ist und das Involvement hoch genug ist. So genau, und vor 5 Jahren hätten wir über Keks-Abo gesprochen. Ja, hier, Verena, könnt ihr euch nicht vorstellen, sozusagen, oder so eine Wut für Kekse. Ja. Ja, sozusagen, ein Keks Maybe. Jeden Tag. Genau, das hätten wir besprechen können, das hätten wir vielleicht sogar gemacht und auch das wäre keine langfristige Lösung gewesen, nicht wahr? Das heißt, genau das, was du sagst, wir sind eigentlich ein Produkt, was du auf deinem Weg irgendwie spontan noch einkaufst, weil du es halt irgendwie geil findest und weil es für dich ein Stück Geborgenheit und Familie und so weiter ist. Wie baust du das in ein E-Commerce-Modell ein? Also eigentlich ist unsere Vertriebsstrategie ja bis jetzt Emotionalität. So kitsch das klingt. Genau. Macht ihr TV-Werbung? Ja, klar. Ja? Klar. Ach stimmt, für Pickup. Ja. Aber ich schaue zum Beispiel kein Fernsehen mehr. Und ich weiß nicht, das heißt, du brauchst eine eigene Netflix-Serie, wo du Produktplatzierungen für Pickups machen kannst. Wahrscheinlich. Ja. Pickup Superman. Also verstehe mich nicht falsch. Ja, ich will nochmal kurz zurück zur Digitalisierung. Ja. Absolut. Hundertprozentig. Und das wird eine der größten Herausforderungen für uns sein. Es wird aber nicht die einzige Herausforderung sein. Denn du kommst aus einem Markt, wo Innovationen von Natur aus der Treiber sind für euren gesamten Markt. Ihr habt eine Pipeline aus Innovationen, durch die ihr neue Kategorien baut, neue Produkte, pipapo. Wir nicht. Wir haben irgendwann mal vor 100 Jahren gesagt, so sehen unsere Produkte aus. Nicht nur wir Basen, sondern wir Lebensmittelindustrie. Und dann entschieden, dass das jetzt so bleibt die nächsten 100 Jahre, bis wir vergessen haben, dass sie eigentlich anders sein.
sein könnten. Und das ist relativ krass. Und das ist eigentlich super spannend. Gut, wie bist du denn dieses Problem angegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin da gerade dran. Ich merke zum Beispiel, dass ich bin erstmal überrascht, wie komisch dieser Gedanke ist für eine Industrie, weil er für mich in meiner Welt, wie ich aufgewachsen bin, völlig selbstverständlich ist. Mhm. Ich gehe in den Supermarkt rein und sage, 80% von diesen Sachen sehe ich nicht, dass sie da in 20 Jahren noch stehen. Mhm. Für mich ist eigentlich völlig klar, dass wir Produkte völlig neu denken müssen. Und gleichzeitig bin ich in einer Industrie, wo das scheinbar die größte Hybris ist und die größte Blasphemie, die es überhaupt gibt. Und zwar nicht, weil Leute in meiner Industrie blöd sind oder weil sie irgendwie, keine Ahnung, nicht Veränderungen wollen, sondern weil sie sich nicht vorstellen können, dass Produkte, dass ein Weltmarkt für Rohstoffe, dass Supply Chains wirklich anders aussehen könnten. Und das ist relativ crazy. Und wie ich daran arbeite, ist, in meinem mini kleinen Kosmos Hermanns Beispiele zu bringen, dass es anders geht. Und ehrlich gesagt, ich verkaufe jetzt die Lösung an Unternehmen. Ich verkaufe Unternehmen Innovationsprojekte, Innovationsstrategien für genau, wie kannst du deine Zukunft gestalten? Weil du lebst. Also du machst Beratung? Genau, also wir machen wie Innovationsberatung. Ich habe mich zusammengetan mit einer Markenagentur, mit einer Markenstrategieagentur und mit einer Digitalstrategie und Kommunikationsagentur. Mhm. Und zusammen verkaufen wir Innovationsstrategie an die alten Marken. Wir verkaufen quasi die Lösung an den sogenannten Antichristen. Das ist ja nicht der Antichrist, die alten Marken. Die alten Marken werden halt ja bedroht durch neue Marken. Lass mal andersrum rangehen. Angenommen, ich wäre jetzt Gründer ohne Keks-DNA. Mhm. Und sage aber, das ist irgendwie der Markt, den ich backe gerne, ich gehe da irgendwie rein. Dann würde ich ja wahrscheinlich heute über Instagram versuchen, einen Keks-Brand groß zu machen. Genauso wie es Fashion-Brands das irgendwie auch gibt. Mhm. Bräuchte halt irgendein Modell, bei dem man halt Warenkörbe von 20, 30, 40 Dollar absetzen kann, damit sich das irgendwie verschicken lässt über den Shopify-Shop, den man dann in der Regel einrichtet. Und damit verdringe ich ja schon mal ein Stückchen von deinem Keksumsatz. Mhm. Ne? Weil wahrscheinlich wird das der gleiche Warenkorb sein, auf den ich dann den ich zugreife. So würde ich ja, das wäre so eine Möglichkeit, daran zu gehen. Also wer entscheidet eigentlich in Zukunft, was gekauft wird? Also wie funktioniert Werbung? Das verändert sich ja gerade, weil du, wie du gerade selber sagst, du guckst halt Netflix oder halt gar kein lineares Fernsehen mehr. Die erreicht man vielleicht nur noch bei Instagram oder bei Netflix. Auf der anderen Seite wird es aber so sein, naja, das Balsengeschäft, was ihr heute macht, ist ja noch im Kern profitabel und das funktioniert auch ganz gut und das ist auch total bequem. Ne? Man produziert viele Kekse, schickt die LKWs zu Rewe und Rewe kümmert sich um den Rest. Ist eigentlich ein ganz cooles Geschäft, ne? Sozusagen Wholesale. Nicht mit dem, also der Endkunde ist schon ziemlich nervig. Ne? Sozusagen der beschwert sich, der will immer was Neues haben, man muss super agil sein und das ist halt, ich will gar nicht sagen, dass das Unternehmen das nicht kann, aber dieser Tempowechsel, der macht es halt schwierig. Es ist ja nicht die Schwierigkeit zu sagen, hey, wir müssen jetzt morgen ein Servicegeschäft aufbauen und zum Beispiel dieses Snackbox-Geschäft selber ownen oder halt diese Kekse im Konferenzraum als Servicegeschäft machen und das selber auffüllen. Das ist nicht das Schwierige, rauszufinden. Das schnell umzusetzen, auszuprobieren und so eine Produktpipeline zu bringen, damit das auch mal auf der P&L irgendwie einen positiven Effekt hat, das ist das Schwierige. Hast du da Erfahrungen gemacht oder wie siehst du das bei den Unternehmen, die ihr heute beratet? Ich stehe genau zwischen zwei Welten. Ich habe mein Team, wir sind so um die 20 Leute und wir können entscheiden, morgen machen wir es anders und übermorgen ist es anders. Das ist Hermanns Team. Das ist Hermanns. Und dann fahre ich gestern zurück nach Hannover und dann sitzen da halt ein paar mehr Leute, die alle völlig andere Arten gelernt haben zu arbeiten als ich und die mir sagen, was willst du von uns? Was ich ja völlig nachvollziehen kann. Und was sagst du denen dann? Dann sage ich ihnen, ich weiß nicht, ich habe ihnen gestern gesagt, ich weiß nicht, wie euer Job funktioniert. Ich weiß nicht, wie eure Strukturen funktionieren. Und ich glaube, wir sollten es trotzdem machen. Denn ich glaube, in Zukunft wird es anders sein. Was passiert denn dann? Ich würde mir vorstellen, dann bist du jetzt heute wieder in Berlin, dann sitzen die zusammen und sagen, oh, die Verena wieder. Mann, es ist ja schon tolle Ideen, die sie hat, aber... Weißt du, wie ich glaube, wie ich das machen werde? Mit offensiver Verletzlichkeit. Ich werde mich immer wieder dahinstellen und sagen, ich weiß nicht, wie es geht und trotzdem müssen wir es machen. Denn es ist alternativlos. Wir haben die Illusion, dass wir denken, kein Risiko einzugehen und nicht in neue Themen zu investieren, hat weniger Risiko. Was Quatsch ist. Mittlerweile nichts zu tun, ist genauso teuer. Teurer, ja. Eben. Nichts tun ist, wir haben das mal in einem Blogartikel zusammengefasst, glaube ich, nichts tun ist die Entscheidung für den sicheren Ausschied aus dem Wettbewerb. Mhm.
war nur eine Frage der Zeit. Aber was ich ehrlich gesagt als Gedanken total erleichternd finde, weil das heißt, der nächste Schritt, das nächste Projekt, mir hat gestern jemand gesagt, boah, wenn wir das jetzt machen, dann muss das aber der Oberhammer werden. Und ich so, nee, im Zweifel wird es nicht der Oberhammer. Im Zweifel gehen 3, 4, 5 Sachen schief und trotzdem müssen wir es machen, weil es ist alternativlos. Und das erleichtert mich witzigerweise, weil ich weiß genau, und du wirst das anders sehen, ich weiß genau, ich bin in einer Situation, wo ich eine Familie habe, wo ich einen Vater habe, der mein Idol ist und der die Welt völlig anders sieht als ich, wo ich ein Unternehmen habe, was die Welt völlig anders sieht als ich, und trotzdem weiß ich, es ist alternativlos. Ja. Ich kann gleichzeitig nicht das Ganze streichen und von vorne anfangen. Ich möchte immer die Jungs in Berlin umarmen, die mit ihren Startups kommen. Ich finde es super, macht euer Ding, aber ich bin in einer anderen Situation. Aber die Best Practice, in Anführungsstrichen, die ja in diesen Situationen gelernt ist, ist zu sagen, okay, pass mal auf, die in diesen Konferenzrunden, die du dann moderierst, wie zum Beispiel gestern in Hannover, ist ja nicht so, dass jemand sagt, Verena, wir glauben nicht, das ist falsch, sondern alle werden ja sagen, ja, Digitalisierung ist wichtig, wir müssen was tun, wir müssen mehr tun, zeig uns, was wir tun können. Das haben andere Unternehmen jetzt ja auch schon, na, Jahrzehnte kann man nicht sagen, aber ich würde seit 2 Jahrzehnten ist das ganze Thema digital in vielen Industrien schon präsent, insbesondere in der Medienindustrie, im Handel seit sicherlich so 10, 15 Jahren. Und da hat sich gezeigt, dass man aus innen heraus diese Unternehmen nicht wirklich transformieren kann, also schnell, also ich sag mal, den Hermann-Modus überführen kann. Mhm. Ja, die bleiben halt im Balsen-Modus. Mhm. Und wenn du aber lernst, na, da haben wir ja quasi die parallele Erkenntnis, eigentlich ist Geschwindigkeit alles, also Test und Learn, also Unternehmen, die effizienter testen und lernen können, sind nach vorne erfolgreicher als die Unternehmen, die es nicht so effizient können. Mhm. Also der Anpassungsfähigere überlebt, was ja aus der klassischen BWL- und VWL-Lehre ist überhaupt nicht deckungsgleich. Da suchen wir immer in der Matrix nach dem Feld oben rechts und da streben wir hin. Mhm. Da versuchen wir Risiken zu managen. Wir sagen, wir machen Projekt A, B, C nicht, weil das Risiko-Chance-Verhältnis nicht gut ist, aber Projekt D machen wir. Und jetzt kommen wir in eine Welt, in der man sagt, niemand weiß, wie die Projekte sind, wir wissen gar nicht mehr, ob die zu uns passen. Sogar wenn sie funktionieren, könnte es sein, dass wir sie verkaufen müssen, weil sie nicht zu uns passen. Das heißt, das ganze Toolset, die ganze Organisationsstruktur, die für diese lineare Welt aufgebaut war, funktioniert nicht mehr in der digitalen Welt. Mhm. Das haben viele Unternehmen jetzt erkannt. Und die Unternehmen sagen sich, naja, bevor ich jetzt alle an die Hand nehme in großen Transformationsprojekten und wir jetzt irgendwie alle 3 Wochen ein Floß bauen und klatschen und duzen und Gitarre spielen, ja, nutze ich lieber Ressourcen, um Koalition der Willigen zu bilden. Und das bedeutet, dass man eigentlich Budget aus dem Unternehmen rauszieht. Klar. Und hier Wette natürlich. A, Wette B, Wette C, Wette D, Wette E, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, was groß genug werden kann, um natürlich das alte Unternehmen zu... Also um nochmal zurückzugehen, 2 Kapitel. Vor einem Jahr haben wir eine Division gebaut, die separat des Kerngeschäfts läuft, wo wir genau das machen. Wir haben eine Division gebaut, die separat von unserer Gruppe läuft, die nicht an unser Board berichtet, die unabhängig sein kann, wo wir in neue Geschäftsmodelle investieren wollen, wo wir neue Geschäfte bauen wollen. Die muss nicht ans Board berichten, hat eigenes Budget. Die muss nicht ans Board berichten. Genau das, weil ich da ja seit 3 Jahren arbeite. Und wir können diese Diskussion jetzt auch nochmal darüber haben. Aber das wissen wir ja alle. Das wissen wir doch alle längst, dass wir separate Systeme bauen müssen. Und da sind wir jetzt alle dran und das ist auch wichtig. Und trotzdem, und deswegen finde ich die Frage eigentlich viel spannender, also wir können jetzt auch darüber diskutieren, wie es so ist, ein separates System zu bauen, aber ich denke mal, da weißt du mindestens so viel drüber wie ich. Ich finde es viel spannender jetzt zu sagen, während wir dieses separate System bauen und das nach vorne geht und das erfolgreicher wird und schneller wird, hoffentlich, dadurch, dass es lernt, dadurch, dass es sein System findet, dadurch, dass es nach vorne geht, geht die Schere immer weiter auseinander. Und auch da, was bedeutet das für uns? Die Schere zwischen Hermann-Modus und Balsen-Modus. Genau. Ja. Genau. Was bedeutet das? Was ich finde, was total großartig ist, weil es bedeutet, dass du nicht die ganze Zeit nach Synergieeffekten suchst, sondern dass du sagst, wir tun das, was für dieses System, das neue System, ohne jegliche Fahrtabhängigkeiten, das marktorientierteste ist. Und da ballerst du jetzt einfach in die Richtung. Und gleichzeitig ist meine Realität, ich bin Dienstag in Berlin und Mittwoch in Hannover. Und ich habe da diese Marken, die ein deutsches Kulturgut sind. Und ich kann jetzt so tun, als wäre das nicht so. Und in Berlin bleiben, weil ehrlich gesagt macht es mir hier mehr Spaß. Und trotzdem, also weil es gerade leichter ist. Und trotzdem, ich als Person kombiniere ja inhärent das Establishment und die Rebellion. Ja, ich muss dazu geben, ich bin ein großer Fan von dir, als ich den ersten Vortrag gehört habe, weil auch wenn es für dich vielleicht total einleuchtend ist, dass das so ist, ja, Balsen-Mode, Hermann-Mode,
ist das bei 98% der Unternehmen eben noch nicht angekommen. Und du als Familienunternehmerin kennst du auch viele andere Familienunternehmer und da ist das, insbesondere in der Region Hannover, da gibt es den einen oder anderen, wie man ihn nennen kann, ist das auf keinen Fall angekommen, dass man diese Modi irgendwie trennen muss. Da versuchen alle einfach das alte Unternehmen, insbesondere die mit dieser Handels-DNA, versuchen das irgendwie so ein bisschen zu digitalisieren und eine WhatsApp-Gruppe zu machen. Aber okay, du hast recht. Dann lass uns nochmal 3 Schritte zurückgehen. Also es ist wichtig, neben dem bestehenden System ein neues System zu bauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute, die das bestehende System führen, das neue System nicht führen dürfen. Nicht, weil sie scheiße sind, sondern weil sie völlig andere Ziele verfolgen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass du lernst, dass du jemanden findest, der das neue System völlig anders steuern kann. Ich finde, die spannendste Thematik gerade für mich ist diese Diskussion Profitabilität versus Wachstum. In Märkten, wo wir erfolgreich sind, deswegen nur auf Profitabilität gehen und pro Keks mehr Geld verdienen wollen, wo wir gleichzeitig eigentlich auf Wachstumskurs sein müssten in neuen Märkten und in Nischen und in Bereichen, von denen wir keine Ahnung haben. Das heißt, ja, es ist absolut wichtig, neue Systeme zu bauen. Keks Lifetime Value. Ja, genau. Und aber wie machst du das denn? Also du sagst ja, das ist die Herausforderung, die du jetzt gerade am spannendsten findest. Mhm. Die beiden Systeme entwickeln sich auseinander. Es entwickeln sich im neuen System, das erleben wir quasi auch in den, die da schon ein bisschen weiter sind. Sozusagen, da wird das, wenn das neue System auch 10 Jahre alt ist, auch schon wieder veraltet, müsste es wieder neue bilden. Das heißt, es gibt nicht diesen, auch wenn es einen Übergang geben sollte, von alt zu neu, ist der nicht linear, sondern muss auch immer springen. Mhm. Machst du das denn? Also wie gibst du dann den Leuten, und du bist ja dann der Hoffnungsträger ja auch ein bisschen für das Unternehmen, wie gibst du den Leuten denn irgendwie die Zuversicht, dass sie das Richtige tun und nicht das Gefühl, ey, ihr arbeitet eigentlich in einem Modus, die gibt es wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr, aber wir brauchen euch trotzdem, weil das verdient ihr heute Geld. Hm. Wie machst du das? Ich habe bis jetzt versucht, mit ganz viel Erklären und guten Argumenten irgendwie beide Welten zusammenzubringen. Ich würde mal sagen, ich höre jetzt auf damit, weil es kommt nicht. Also du kommst nicht weiter damit. Ich glaube, ich möchte jetzt eher lernen, was ist dir am wichtigsten, wenn du die Position hast, die ich habe? Dass dich Leute gerne mögen und dass dich Leute akzeptieren oder dass du den Inhalt vorantreibst? Es ist uns allen wichtig, was Leute über uns denken. Mir ist es auch wichtig, was Leute über mich denken. Und trotzdem, der Inhalt ist mir noch einen Tacken wichtiger. Denn ich bin mir sicher, dass wenn Hermann hier wäre, dass er heute hier wäre, dass er ein neues System bauen würde und es wäre ihm scheißegal, der würde das einfach durchziehen. So. Ich bin da ziemlich rabiat, glaube ich, und ich glaube, ich muss das auch sein. Die einzige Art, wie ich glaube, wie ich das machen kann, ist radikal zu sein in dem, was ich tue und respektvoll und wertschätzend in dem, was ich sage und wie ich Leuten entgegentrete und trotzdem diese Radikalität zu haben. Ich werde in den nächsten paar Jahren zu einem Punkt kommen, wo mein Vater und ich zusammen im Wald spazieren gehen und er sagt, nee, das machen wir nicht, und ich sage, doch, das machen wir. Und ich bin zum ersten Mal mit meinen Geschwistern am längeren Hebel seit diesem Jahr. Ja, es ist Ich habe ja auch keinen Blueprint irgendwie, wie das funktionieren kann. Oder was, ich auch was nicht. Da, deswegen frage ich da ja, und es gibt ja ich dachte, dass du dir, es gibt dieses lustige Facebook-Meme, wo steht, wenn du möchtest, dass alle Leute dich mögen, verkaufe Eis. Dann, hey, wir sind nah dran mit Keksen. Das ist so. Aber es ist halt, das ist ja das, was, und wir diskutieren ja auch immer so viel über Otto und auch über Amazon und andere Unternehmen, und da sehen wir ja, dass halt viel Goodwill, also dieser Transformationsdruck, dass der halt nicht dazu führt, dass diese beiden Modi halt zusammenkommen. Dann kommen viele Leute auf das Thema Kulturwandel, also wie kann ich die Leute irgendwie enablen, wo es dann aber zeigt, naja, für viele funktioniert das nicht, wenn man halt 30 Jahre lang oder 20 Jahre in diesem linearen Modus gearbeitet hat. Da muss man auch gar nicht alt sein, ist nicht altersbedingt, dann ist es total schwer, in so einen Modus zu kommen, bei dem ich vielleicht nächste Woche nicht weiß, ob ich da hinten den Parkplatz, den ich seit 20 Jahren hatte, noch haben kann. Das ist als Unternehmer oder als Unternehmerin wie für dich vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen ist das so spannend, also welche Konzepte funktionieren. Du sagst jetzt, erklären, zureden, also klassische Transformationsmanagement hat zumindest in eurem Fall ist nicht schnell genug, ist ja deine Erkenntnis. Ich glaube, ich habe auch bei dem letzten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, bei meinem kleinen Vortrag gesagt, ich verstehe Transformation nicht, denn ich bin auch nicht der transformieren wird. Ich weiß nicht, wie man Menschen mitnimmt. Ich weiß nicht, wie man, also ich bin die letzte Person. Das tust du ja, da mache ich mir keine Sorgen. Nimmst du Menschen mit? Ich glaube, es gibt 2 Arten von Unternehmern. Und zufällig, meine Lieblingsautorin ist Ayn Rand und das sagt, glaube ich, alles über mich. Ich bin,
ich glaube, es gibt den Unternehmer, der Kram macht und Inhalt und im Sinne von dem besten Inhalt für ihn entscheidet, was auch mal der beste Inhalt ist. Und es gibt den, der sagt, wie kann ich ein Unternehmen transformieren? Ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, beides kann eine Person nicht abdecken. Ich bin zufällig die, die jetzt in Inhalten denkt. Ich kann nicht gleichzeitig daran denken, wie ich Menschen mitnehme, weil dann werde ich nicht vorankommen. Dann werde ich mir so ein Riesenpaket aufziehen, dass ich einfach an Geschwindigkeit verliere. Wie groß erlaubst du dir dann selber zu denken? Also wenn du, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Picknick. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast. Der holländische Lieferdienst, der gerade hier den Markt im Bereich Einzelhandel auf links zieht. Ja. Es schafft innerhalb der Städte, wo sie starten, in Holland innerhalb von 1 bis 2 Jahren profitabel zu sein, um 5 bis 10% des Warenkorbes zu ownen, des Lebensmittelwarenkorbes. Riesenfan. Mhm. Und total nett, machen alles ganz nachhaltig, Elektroautos, nehmen die Sachen wieder mit, 25 Euro Mindestbestellwert, kostenlose Lieferung, nette Leute, also ein Häkchen nach dem anderen sammeln die quasi auf meiner Scorekarte an. So, das ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich jetzt, wir machen vielleicht 200 Millionen Außenumsatz dieses Jahr, die werden bei dem Zinsniveau, was wir gerade haben, wahrscheinlich mit 2 bis 3 Milliarden bewertet sein. So, wenn ihr sagen, okay, wenn ich, das sind eigentlich die Unternehmen nach vorne raus, besser entscheiden oder den Zugang zum Kunden haben, nicht mehr die Rewes und Edekas, die genau wissen, welcher Kunde was will, was einen hohen Impact auf das Thema Produktmanagement hat, also was muss ich eigentlich produzieren, vielleicht auch für welchen Markt, also nicht alle Kekse überall gleich verteilen, sondern gucken, den Vollkornkeks gibt es halt eher in Bayern und den, keine Ahnung, Weißbrotkeks oder wie man es nennt, den mehrmehligen Keks gibt es vielleicht eher in Schleswig-Holstein bei uns. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch sozusagen solche großen Beteiligungen oder ganz groß außerhalb des Unternehmens zu investieren und sagst du, nee, das lenkt eigentlich zu stark ab vom Kerngeschäft. Du meinst, ob wir investieren würden in sowas? Ja, aber das sind ja Größenordnungen, wo man sagt, also dass ihr in Startups investieren könnte, das ist, glaube ich, ein No-Brainer, wenn das irgendwie passt, aber hier reden wir über 9-stellige Summen, naja, damit man überhaupt Impact hat. Wir sind ja ein Mini-Laden auf dem Weltmarkt, wir sind ja ein Kiosk auf dem Weltmarkt. Das heißt, wir müssen gewieft sein in dem, was wir tun. Auch Amazon war mal ein Kiosk. Das stimmt. Ich habe auch nichts gegen Kiosk, total. Ja. Nur mir ist auch total bewusst, dass wir kein Monolith oder kein Nestle sind. Das heißt, wir müssen uns genau überlegen, was wir mit unserem Geld machen. Besonders in dieser Phase, wo ich damit planen muss, dass wir ein paar dumme Sachen machen die nächsten paar Jahre. Ist das euer wichtiges Wettbewerb? Monolith, Nestle? Mondelez ist ein wichtiger Wettbewerber für uns und dann noch ein paar Lokale hier, so Grison de Beukela, hier Prinzenrolle und so ein Kram. Ja, das schmeckt gar nicht, das schmeckt überhaupt nicht. Sehr gute Antwort. Prinzenrolle hat echt nachgelassen. Ja, okay, also. Aber ja, das heißt, meine Antwort ist jetzt gerade nein, weil ich muss ja jetzt damit planen, dass wir erstmal ein paar dumme Fehler machen auf einem Weg, um unser neues System zu bauen. Ich muss ja eigentlich budgetieren damit, dass wir erstmal ein paar Sachen in den Sand setzen. Weiß ich gar nicht, also was bei große Corporates sind auch nicht, also die mögen mehr Geld haben, wir sind das, was du hier mitbringst, ist ja Geschwindigkeit und Freiheit. Mhm. Ne? Du musst ja, also musst jetzt vielleicht deine Geschwister fragen wahrscheinlich, machen die ja das Geschäft in Hannover, vielleicht nochmal deinen Vater, wenn es um größere Investment geht, aber ein Großkonzern, der in sowas wie Picknick und Co. investiert, das dauert schon eine ganze Ecke. Meistens sind es dann auch die strategischen Käufer von so einem Business. Okay, aber denkt, in neue Startups investieren könnt ihr euch schon vorstellen. Du wirst ja wahrscheinlich auch den ein oder anderen Businessplan bekommen hier in deiner Position. ja, sozusagen. Obwohl ihr ja gar kein Investor seid, also ihr sitzt halt hier in der Straße, wo Leute dauernd Geld suchen. Ja. Was überzeugt dich da oder wo machst du die E-Mail überhaupt auf? Ich habe jetzt mittlerweile eine Evernote-Vorlage für Absagen. Und nicht, weil ich die Startups doof finde, sondern weil ich mit meiner Familie jetzt gerade gesagt habe, wir machen nur Sachen, von denen wir wirklich überzeugt sind. Und ich glaube total daran, erst dir am Anfang klar zu werden, was du machen willst, bevor du irgendwas machst. Und aus dieser Angst heraus, obsolet zu werden, aus dieser Angst heraus, nicht mehr relevant zu sein, machen wir als Corporates gerade lauter Scheiß. Also die Fear of Missing Out quasi. Total! Fear of Missing Out führt zu... Wenn Angst der Treiber für unsere Strategie ist, dann ist das ein Problem. Wenn wir aus Angst heraus Strategie machen, dann ist das ein Problem, meines Erachtens. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist sagen, vielen Dank, aber wir investieren momentan in nichts, selbst wenn mir das und meiner persönlichen Dringlichkeit in der Seele wehtut. Aber ich muss erst mit meiner kleinen Welt, meiner Familie dahin kommen, dass wir sagen, wir wissen genau, was wir machen wollen und wo wir hinwollen und wie wir uns dieses Unternehmen in 10 Jahren vorstellen. Ich bin am Dienstag 3 Stunden mit meinem Vater bei 1 Grad durch den Wald spaziert und habe gesagt, sag mir, wenn du dieses Unternehmen in 10 Jahren siehst, was steht da? Wie sieht das aus? Wenn wir nicht dieselbe Bild davon haben, dann machen wir jetzt hier 50.000 Sachen, genau das aus Fear of Missing Out. Und das möchte ich nicht machen. Und das sehe ich jeden Tag hier in Berlin, wenn so der Berlin-Tourismus aus Corporates, die aus
insert name of town I've never heard of before, hier nach Berlin kommen und sich irgendwelche Digitalläden anschauen, aus der Angst heraus, obsolet zu werden. Quasi die Zoobesuche hier in Berlin, mal ein bisschen Startups angucken. Also total. Ich bin ja selber quasi einer der Affen, der sozusagen ja dann ich auch. In der Manege Bananen geworfen wird. aber das ist Teil des Geschäfts, muss man sagen. Aber genau. Und wie ticken da deine Geschwister? Wie viele Geschwister hast du denn? Die dann? Drei. Ich habe eine kleine Schwester und zwei ältere Brüder. Und die sind alle? Die sind alle nicht im Unternehmen. Die sind alle weit, weit weg vom Unternehmen, was Teil meiner Herausforderung gerade ist. Ich möchte hier nicht momentan verhalte ich mich wie Napoleon. Und das sollte auch nicht länger so laufen. Ich muss einen Weg finden, wie ich mit meinen Geschwistern da. Nein, du wirkst ganz bodenständig. totally balanced. Zurückhalten, nicht wie Napoleon überhaupt. Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Okay, also aber ja, Priorität für 2019 ist, dass meine Geschwister näher dran kommen. Also investiert ist okay, aber trotzdem kannst du ja sagen, wenn du Dinge bekommst und du mal auch durchliest, gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, so, das ist eigentlich die richtige Richtung, wenn ihr investieren würdet, so, das wäre interessant und das wird ja wahrscheinlich nicht der nächste Abo-Dienst für Kekse sein, gehe ich mal von aus. Nee. Wenn es das ist, hätte ich nicht. Für mich, wie gesagt, Entschuldigung, kein Digitalo, für mich Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und zwar nicht so ein bisschen zuckerfrei, sondern Produkte, die wirklich, wir sehen in den Staaten jetzt Geschäftsmodelle, die, keine Ahnung, die Milchalternative aus Erbsenprotein, die wirklich nachhaltig ist, die 200 Millionen in Funding bekommt und jetzt amerikaweit einen Rollout macht, deren erster Investor Google war. Erbsenmilch. Ja. Warum? Weil Mandelmilch genauso scheiße ist, Nachhaltigkeitsaspekte wie Kuhmilch. So. Ja. Das sind Sachen, die, ja... Toleranz fängt bei Laktose an, ja. Um nicht denselben Scheiß wieder zu sagen, ja, absolut, Handel super wichtig, verstehe ich nur nichts von. Ich verstehe aber was von Erbsenprotein. Ich muss mir Gesundheit, erläutern. Wobei das Thema nur ohne Zucker ist gar nicht, das finde ich gar nicht, weil wenn man versucht, sich zuckerarm zu ernähren, das ist gar nicht so einfach. Also der zuckerlose Keks am Bahnhofskiosk wäre schon mal ein Anfang. Heute decken auch noch die Kekse mit viel Zucker. Also das wäre schon mal so ein, okay, das begeistert dich sozusagen Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung. Wir sind noch nicht dabei hängen, wir sind noch ein bisschen dabei stehen geblieben. Du hast gesagt, in 10 Jahren ist dann Balsen noch ein Keksunternehmen? Wahrscheinlich nicht. Wenn Balsen kein Keksunternehmen ist, ist es dann noch ein Produktunternehmen? Ist es ein Softwareunternehmen? Ist es ein Dienstleistungsunternehmen? Weißt du das? Ja, willst du jetzt meine als allererste Best Debüt guess? von meiner Vision für Balsen hören? Ja. Wir werden ein Produktunternehmen sein. Wir werden andere Vertriebskanäle haben, ganz bestimmt. Wir werden andere Geschäftsmodelle brauchen. Wir werden aber Genussmittel machen für eine Sinnwirtschaft. Wir werden trotzdem Genussprodukte machen. Wir werden jetzt nicht anfangen, Milch zu verkaufen. Aber ich glaube total daran, dass wir auf eine Sinnwirtschaft hinlaufen. Eine Was Wirtschaft, wo Kaufentscheidungen nicht nur nach Preis und Convenience gemacht werden, sondern nach Does this kill the planet? Does this kill me? Und ich glaube, dadurch werden ganz andere Kategorien entstehen in meiner Welt. Und weißt du was? Wahrscheinlich wäre die schlauere Antwort jetzt, wir werden ein Softwareunternehmen. Aber ich bin Bäcker. Ich kann nicht anders. Ich liebe Food und ich liebe Foodprodukte. Und ich muss absolut, ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss mir Leute finden, die mir erklären können, wie wir Handelsunternehmen werden können. Und gleichzeitig werden wir trotzdem Food machen. Also, möchtest du mein Assessment hören zu deiner Unbedingt. Vision? Unbedingt. Nichts lieber als das. Das bitte sag mir vorher das. Gerade, also ich finde es schon mal sehr cool, aber auch in dieser tollen Produktewelt und keine Ahnung, ob ihr dann die Erbsenmilch verkauft oder den zuckerlosen Keks, geht es ja immer noch darum, den Kunden zu erreichen. Mhm. Und das ist halt der Wettbewerb, in dem wir gerade sind, bei dem halt die Unternehmen gewinnen und auch alle Margen der Welt kassieren, die Kontrolle über den Kundenzugang haben. Ich glaube, wir sollten Freunde werden. Das sind Unternehmen mit einer hohen Softwarekompetenz. Mhm. So. Fairerweise sind auch die Produktunternehmen, die heute bei Instagram irgendwie groß werden, das sind auch klassische Produktunternehmen, aber das ist halt so ein bisschen aus, dass halt dieser Kundenzugang ist halt einfacher zu verteidigen als eine bestimmte Produktinnovation. Und ich glaube total an das Thema gesunde Ernährung. Deswegen produzieren wir auch selber Rindfleisch. Wenn man sich aber überlegt, wie abhängig die Kunden in ihrer Kaufentscheidung sind von den Handelsstrukturen, die wir heute haben und wie schnell sie immer wieder zurückfallen in dieses Muster. Oh, hier, der Keks ist jetzt 99 Cent, der 2,99 sieht gleich aus. Keine Ahnung, nehme ich den, der billiger ist. Muss ich sagen, ich habe nicht so ein hohes Vertrauen in die Auswahlkompetenz des Kunden. Ich habe ein hohes Vertrauen, wenn ich diesen Kundenzugang selber
kontrolliere. Und da gibt es halt auch viele empirische Studien, wie Befragung von einem Supermarkt in den USA, wo man sagt, so würdest du genverändertes Food essen? Das war ja so eine Diskussion, keine vor 10 Jahren, glaube ich, war so Gen, nicht genverändert, war, glaube ich, so ein ganz großes Thema. Und dann haben irgendwie 90% gesagt, nein, auf jeden Fall, auch wenn es teurer ist, immer normales Brot. Und dann haben sie so ein Testregal aufgebaut, so rechts Gebäck für 99 Cent, also Brot, Brötchen, und links dann 2,99, und bei 99 Cent groß sozusagen hier Gene-Optimized Food. Fast alle, die gesagt haben, natürlich würden wir das nicht genverändert nehmen, haben das dann gekauft. Und das ist ja im Fleischbereich auch so. Und es gibt halt kaum Nahrungskompetenz. Also wenn 90% der Bevölkerung sagt, dass Steak vom Jungbullen ist ein Positivprädikat. Ja, Jungbulle ist aber das schlechteste Fleisch, was man essen kann. Als ja, Steak. Das weiß so. Ich gar nicht, wieso. Ja, weil das, ja, siehst du, das ist am schnellsten gezogen. Das ist quasi, dadurch, dass er nicht kastriert wurde, hat es auch die schlechteste Qualität. Ist am weitesten weg von der Ferse. Ferse ist ganz zartes Fleisch und kann man auch am besten verdauen. Ist in der Regel halt turbo gemästet. Also das billigste zu produzierende Fleisch. Trotzdem steht manchmal in der Theke heute Jungbullensteak im Angebot. Und man assoziiert damit als Kunde, muss ja gar nicht schlecht, das muss ja ganz cool sein, weil Jung, Kalb, Lamm, positiv. So, und Fleisch ist ja schon der mit größter Teil unserem Warenkorb. Also wir müssten ja erwarten, dass wenn Leute das viel essen und viel Geld dafür ausgeben, müssen eine gewisse Kompetenz dafür aufbauen. Deswegen glaube ich halt, dass es für eine bestimmte Zielgruppe, die informiert und aufgeklärt ist, insbesondere hier in Berlin, ist, glaube ich, dieser Zugang zu sehr, sehr gutem Essen, der ist managebar, weil sie halt auch sehr, sehr stark irgendwie reflektieren. Für die Zielgruppen, bei denen man nicht die Kontrolle über den Kundenzugang hat, die werden immer wieder der Preisangebotsverfügbarkeitsfalle erliegen. Die essen halt den Keks, der sie morgen umbringt, aber der billig ist. Ja? So gehe ich halt auf den Markt. Deswegen ist halt, und die meisten gehen auf den Markt so. Ich möchte mal lieber wieder ein klassisches Beispiel bringen. Hier die Rügenwalder Mühle, die vor 4 Jahren angefangen hat, vegane Leberwurst rauszubringen, die mittlerweile 30% von ihrem Umsatz ausmachen, was für einen traditionellen Fleischladen crazy ist. Ja. Wo ihnen alle gesagt haben, das wird nie im Leben ziehen. Die natürlich in einem Massenmarkt bei einem Preisniveau, das abstrus ist, genauso vegane Leberwurst rausbringen müssen. Und vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht hast du sogar recht und die Leute werden trotzdem den billigen Scheiß kaufen und nicht den Scheiß, der besser für die Umwelt ist. Und trotzdem werde ich es machen. Das macht ja auch Sinn. Ich versuche quasi das nur so ein bisschen zu challengen, weil ich habe in einem Podcast, in einer anderen Show, die wir machen, der Wimlex Show, haben wir gerade den Gründer von Meatable interviewt. Das Meatable ist ein Anbieter aus Holland, einer von so 5, 6 führenden Startups weltweit, die in dieser Forschung sind, In-Vitro-Fleisch zu produzieren. Also irgendwie aus Stammzellen, da gibt es verschiedene Verfahren und die versuchen in 2, 3 Jahren, wollen sie so weit sein, dass man so einen Burger für $30 produzieren kann und dass man das auch wirklich sozusagen Fleisch designen kann. Also man kann Fleisch produzieren ohne Tier drumherum, was schon mal schlecht ist. Und das ist halt meine Vermutung. Klar kriegt man damit erstmal diese ganzen klassischen gentrifizierten Kunden überzeugt und Nachhaltigkeit und bla bla bla, die sich leisten können. Aber wirklich erfolgreich wird es, wenn sie es schaffen, den Burger billiger anzubieten als aus der Schweinemasse aus Holland. So, das ist halt die Und das zieht sich durch alles durch. Ja, das zieht sich durch Zuckeralternativen durch, das zieht sich durch jede Kategorie. Genau. Und wir sind jetzt in einem System, was auf 8 Rohstoffen gebaut ist, die so einen riesen Weltmarkt haben, dass sie als Rohstoff so spottbillig sind, dass es keine Financial Incentive gibt, irgendetwas anderes zu machen. Weißer Zucker ist mittlerweile so günstig, dass es keine Incentive gibt, natürliche Süßungsmittel wieder in einem Weltmarkt anzubieten. Für die großen Supplier, die Cargills dieser Welt. Was sind diese 8 Rohstoffe? Soja, Weizen, weißer Zucker, Mais. Jetzt wird schon... Kartoffeln? Wahrscheinlich. Ich müsste mal... Nein, die Kartoffel ist gerade müsste nochmal meine... Reis wahrscheinlich. Ich müsste nochmal meine Kollegen fragen, was da noch so rumfliegt. Aber es gibt... Ach so, das ist interessant. Also es gibt diese 8 Grundrohstoffe, aus denen 8 Grundrohstoffe. Das sind halt widespread Monokulturen, die wir angepflanzt haben. Dadurch, stirbt die Umwelt, aber dadurch... aber das merkt man ja nicht. Ja. Natürlich nicht. In Berlin steht ja immer noch was im Aldi. Klar. Also ja, was denkst denn du? Ich verkaufe Innovationen an Unternehmen, die mir jeden Tag vor mir sitzen. Und denen sage ich auch nicht, lass uns über Nachhaltigkeit und Gesundheit reden, sondern denen sage ich, lass uns über Innovation reden, weil sonst würden die schreiend aus dem Raum rennen. Weil wir gelernt haben, dass Wirtschaftlichkeit und Weltverbessern ein Gegensatz ist und bitte in 2 Töpfen gedacht werden muss. Ich glaube fest daran, dass
weltverbessernd wirtschaftlich sein wird in Zukunft. Das meine ich damit, dass wir auf eine Sinnwirtschaft hingehen. Okay. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe wenig Hoffnung, dass das so kommt. Also, aber das ist datenbasiert. Das ist nur datenbasiert. Ich wünsche dir, dass das auf jeden Fall kommt. Vielleicht noch einen sozusagen. Wir sind schon am sozusagen zeitlich hier am Ende halbwegs angekommen. Deswegen eine Frage, die mich persönlich interessiert, ist: Du hast so quasi so ein multidimensionales Herausforderungsfeld. Ne? Hier neues Business aufbauen, Leute suchen in Berlin, alles transformieren. Das alte Business, dann das ganze Thema so Nahrungsmittel, gesund, nicht gesund, nachhaltig, nicht nachhaltig. Sozusagen in dieser Matrix, wenn ich so reinschaue, ist so 98% der Gedanken im Gespräch, die mir führt, ist so, oh mein Gott, ist nicht lösbar. So, wenn du jetzt auf deinen Alltag so schaust, wie oft hast du so Momente, wo du sagst, so ja, das, in diese Richtung muss das gehen, hier kann ich jetzt irgendwie richtig Vollgas geben, hier kann ich Leute mitgehen. Da geht es eben nicht dieses zögerliche, ich weiß nicht, was wir tun, wir müssen irgendwas tun. Also kommt das mehr, ist das weniger geworden in den letzten Jahren? Hermanns, ehrlich gesagt, ich arbeite seit 4 Jahren dran und jetzt fangen wir an, erfolgreich damit zu werden. Mhm. So. Und das heißt, ich habe ein Team bei mir im Büro, was da draußen in der Welt nach Innovation sucht und mir zeigt, schau mal, hier hat jemand diese Lösung entwickelt, hier hat jemand eine Zuckeralternative entwickelt, hier arbeitet jemand an Eiweiß, guck mal, Mikroalgen könnten übrigens Plastik werden, guck mal und so weiter. Und ehrlich gesagt, das ist das Großartigste. Wir bauen ein Business daraus, dass wir die Lösungen finden. Wir verkaufen ja Hoffnung, wenn ich richtig kitschig sage. Also wenn du quasi aus Berlin nach Hannover fährst, sozusagen lächelst du, wenn du aus Hannover nach Berlin fährst, bist du nachdenklich. Genau. Würde ich mal sagen. Nicht, weil ich Hannover doof finde, sondern weil es einfach genau sich so anfühlt gerade. Es kommt aus allen Richtungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anpacken soll. Und gleichzeitig... Hannover ist eine tolle Stadt. Und gleichzeitig natürlich, dadurch, dass ich mich in diese Position manövriert habe in meinem Unternehmen, bin ich jetzt so die grüne Hoffnung, die Zukunft für die Mitarbeiter, die alle wollen. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie die Zukunft sein wird. Ja, das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich möchte dir das letzte Wort geben. Gibt es noch Dinge, die du dir sozusagen, wo du sagst, da freue ich mich 2019 richtig drauf oder die du jetzt hier nochmal in die Kamera sagen möchtest, außer dass die Leute sich natürlich nachhaltig und gesund und bewusster ernähren müssen? Mhm. So, das versuche ich auch zu vermitteln, aber ich merke es ja selber, wie schwer es ist im Alltag. Also brauchst du Mitarbeiter, Businesspläne brauchst du offensichtlich nicht. Ich mache seit einem Monat Coaching. Mit dem Wunsch, mein professionelles Leben aufzuräumen. Denn ich glaube, diese Herausforderung können wir nur angehen, wenn wir da mit einer neuen Verletzlichkeit und mit einer Ruhe und einem gewissen Abstand rangehen. Du wirst gecoacht oder du coachst? Ich werde gecoacht. Okay. Ich werde gecoacht dafür, wie müsste eine Rolle aussehen, wo man mal denken könnte und wo man mal diese Themen angehen könnte, ohne dass wir wie hysterische Hühner um uns rumlaufen. Das heißt, ich freue mich am meisten darauf zu überlegen, wie kann ich Unternehmer sein, ohne in denselben Sog reinzurutschen, in dem ich wahrnehme, dass so viele sind. In dem ich jetzt schon drin bin. Wie kann ich mir meine Rolle so bauen, dass ich nicht die ganze Zeit getrieben durch die Welt laufe? Weil ich glaube, aus Getriebenheit werde ich auch keine besonders gute Strategie bauen. Das heißt, ich plädiere für eine neue Sorgfältigkeit und eine neue Verletzbarkeit. Wie viele Konferenzanfragen bekommst du pro Tag? So 3, aber ich sag 90% ab. Spannend, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es wird mehr im nächsten Jahr. Ich bin weiterhin ein großer Fan von Verena. Ich glaube, du hast einige Fans jetzt gewonnen in diesem Podcast. Danke mich für deine Zeit. Danke und dir. Viel Erfolg bei allen und Herrn.